spielst du? Ich? Ja. Meistens zu meinem Penis rum, aber... Spaß! Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aaron weiß das. Heute gegen Marc, Fitness-Influencer. Sieht gut aus, ob er hier was hat. Du hast deine Haare wieder auch. Manchmal geht's zu dir so runter, da siehst du richtig dumm aus. Manchmal, du hast mich einmal erwischt, da hatten wir gerade einen Dreh, deswegen waren die unten. Ihr müsst wissen, Aaron kam an, Ron war draußen, ich war im Schlafanzug und hatte halt diese Haare komplett komisch. Und Aaron, jetzt fragst was du das? Du alles für Rocker-Werbung machst. Ja, naja, Rocker natürlich. Ich habe auch den Weihnachtskalender. Ich bin das Quiz. Ja. Kennst du die Regeln? 13 Fragen, weil du 13 Fragen beantwortet hast. Oh, das habe ich bei den anderen Drehs nicht erzählt. So ganz genau. Dann weiß ich noch, am Ende gibt es irgendwie Wetten, dass man seine Punkte nochmal einsetzen kann, habe ich hier gesehen. Falls ihr jetzt gedacht habt, was erzählt der Marc da, hier nochmal ordentlich erklärt. Es werden 13 Fragen gestellt. Warum 13? Weil unser Wer wird Millionär-Legendenkandidat 13 Fragen in Folge richtig beantwortet hat. Und hier die Regeln. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Beantwortet er die Frage richtig, gibt's einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Außerdem hat der Gegner dann die Möglichkeit, selbst zu buzzern und kann bei richtiger Antwort einen zweiten Punkt ergattern. Antwortet er aber auch falsch, bekommt der Erste einen Punkt. Verstanden? Los geht's! Wie heißt der Bösewicht von den Schlümpfen? Gargamel. Gargamel! So, jetzt starten wir mit der ersten richtigen Frage. Wie lautet der naheliegendste Oberbegriff für folgende Musikinstrumente? Gitarre, Geige und Saxophon. Nochmal! Ja, ich kann ja nur Geige, ich habe Geige gespielt, deswegen weiß ich, dass es Violine heißt. Ja, aber das ist ja falsch, das ist ja Obergriff. So Trompete, Oboe, so, Blasinstrumente. Ach so, ja, ja, easy. Was nochmal? Gitarre, ja, das sind die Zopfinstrumente. Seiteninstrumente. Es ist viel einfacher als Streichinstrumente. Soll ich die Frage nochmal vorlesen? Nee, wir haben jetzt beide einen Punkt und sind dumm und du sagst die Lösung. Wollen wir nur den Begriff Instrument hören, weil die gehören nicht zu einer Instrumentengruppe. Sondern es sind alles Instrumente. Hast du dir die Frage ausgedacht? Nein. Ja, weil du halt zupfst. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Doch, das andere streichst du und deswegen gibt es keinen Oberbegriff. Ja, aber es gibt ja auch Blasinstrumente. Aber du kannst auch nicht eine Gitarre und eine Geige zusammenpacken. Nächste Frage. Welche Wolken sind wegen ihrer Form nach jungen Nutztieren benannt? Was? Was sind denn das heute für Fragen? Welche Wolken? Es gibt doch nur Wolke. Ah, Schäfchen. Wolke. Richtig. Der weiß nicht mehr, was er beantwortet hat. So, jetzt mal schauen, wie viel ihr früher gelesen habt, beziehungsweise wie viel euch vorgelesen wurde. Denn ich frage euch, aus welchem Kinderbuch stammt der Satz, also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss? Oh, was sind denn das heute für Fragen? Also ich habe echt gar keine Ahnung. Ja. Ich auch nicht. Nicht viel gelesen. Dschungelbuch. Nein. Ach, ach, Mann! Es sind Max und Moritz. Nein, das war meine... Die wirklich hat Max und Moritz und dann kommst du irgendwie. Ach, ich hasse es. Welcher Fluss durchquert 10 Länder und ist damit der internationalste Fluss der Welt? Topografie war nie so meine Stärke. Was ist denn Topografie? Topografie ist das, worüber wir gerade reden. Du kennst das Wort Topografie, Topo, aber. Topografie, ja? Du kennst das Wort und weißt nicht, welcher Fluss. Also, wollt ihr auch mach nicht zu. Raten, ja? Gut, ist es der Rhein? Frage zu, es ist die Donau. Ach, guck, zum Glück. So, von der Topografie wieder zur Musik. Wer legt dann in einem Club eigentlich die Platten auf? DJ. Richtig. Wir gehen wieder zu einer Frage, die man aus der Kindheit vielleicht besonders gut beantworten kann. Unsere Kindheit ist sehr weit auseinander. Wie alt bist du? Ich bin 19, ja. Wie alt bist du? Boah, ich war 13. Ich habe mein erstes Smirnoff Eis getrunken, da wurde er geboren. Kennst du noch Smirnoff Eis? Smirnoff? Ja. Ich kenne Smirnoff Alkohol. Ja, aber da gab es früher so die Alkopops. Nein, kenne ich nicht. Nee, mehr. Guck sie. Ja. Boah. Welche Kinderserie bekam zum Geburtstag eine eigene 80-Cent Briefmarke? Sendung mit der Maus. Richtig. Von der Kindheit zur Jugend. Wie übersetzt man am besten das Internetwort cringe? Unangenehm. Ja. Nein. Peinlich. Auch auf keinen Fall. Es ist Fremdschämen. Ah, da kriegen wir beide einen Punkt. Mhm. Wer schrieb die Musik für den Film Traumschiff Surprise Periode 1? Stefan Raab. Richtig. Mann, Alter, ja. Hi, keine hi, Ahnung. Hi, hi. Welcher Nager hat ein Edelmetall im Namen und ist ein beliebtes Haustier bei Kindern? Es kann eigentlich nur einer sein. Aber dann buzzer ich und dann sagst du, nee, das ist der bengalische Nacktmulch. Ich bin mal gespannt auf deine Erklärung. Mach die Frage mal zu. Gut, Frage zu. Hamster? Goldhamster. Oh. Ach, wegen Gold. Ja. Was zeigt bei einer analogen Uhr der längere Zeiger an? Minuten. Wieder eine tierische Frage.
Wie nennt ein Koch das Zurechtschneiden der guten Stücke bei einem Fisch? Trangieren. Fuck, Mann! Ich habe in meinem Leben noch gefühlt keinen Fisch gegessen. Ich sage euch ehrlich, außer Fischstäbchen. Keine Ahnung. Es ist Filetieren. Oh nein. Welchen religiösen Führer verriet Judas? Jesus. Und jetzt kommt die Masterfrage. Dadurch haben unsere beiden Ratefüchse die Chance, alles zu gewinnen, aber auch alles zu verlieren. Beide Spieler müssen mindestens einen Punkt setzen. Wie viele sie von ihren erspielten Punkten aufs Spiel setzen, bleibt ihnen überlassen. Wer die Frage richtig beantwortet, verdoppelt seine gesetzte Punktzahl. Der andere verliert seine gesetzten Punkte. Die Karten sind neu gemischt. Auf geht's! Ich setze 7 Punkte. Dann all in natürlich. Oh, jetzt bitte keine so eine Scheißfrage. Wie viele Länder sind Teil der EU? Oh, was schätzt du denn? Es muss entweder 24 sein oder 25 sein. Irgendwie sowas, roundabout. Deswegen, ich weiß, du schreibst du hin 23, war mir klar. Nicht mal 25. Dann schreibe ich 24 hin. Nach aktuellem Stand lautet die richtige Antwort 7. Ja! Mein Gefühl, ich habe heute wirklich 20 Schreiben. Danke für den Tipp. Ich habe damit 14 zu 0 gewonnen. Danke, dass du da warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Hakuna Matata, würde ich sagen. Nenne mir einen der beiden Vornamen vom Rapper Jesus. Jesus? Komm, das ist doch deine Generation. Skr, skr, bra. Cringe. Ja, ich guess, aber...